Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zur nächsten Folge von We Happy Few Folge 3. Das letzte Mal hatten wir einen guten Einstieg, wir haben die Joypille kennengelernt und was passiert, wenn wir sie absetzen. Und zwar die Wahrheit erschlägt uns förmlich und lässt uns den Magen rumdrehen. Schon allein der Gedanke, was wir die letzten Tage, Wochen, Monate oder Jahre sogar gefuttert haben, ohne es zu wissen, lässt uns nur einmal mehr uns entscheiden, weg von dieser Droge zu kommen. Denn wir wollen die Wahrheit, wir wollen wissen, was wirklich geschieht und vor allem, was mit den anderen geschehen ist. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Let's fucking do this. Liebe Kraut, ich hoffe, du hast auch einen schönen Start in die Woche gehabt. Ich speziell fand eigentlich den Tag eigentlich sehr angenehm. Da war die Pause aber wieder übermütig kurz. Die Pause? Welche Pause? Ach so, welche? Ach so, du meinst für das Intro, aber es hat funktioniert. Ich muss nur eine kleine Pause machen und das reicht schon. Quasi, Lea ist da oder hat das Programm schon recht schlau? Um das selber zu erfahren. Vor dem Wechselbefehl. Ja, aber es funktioniert. Ich werde besser. So langsam kommt Routine rein. So, hier haben wir eigentlich nicht aufgehört das letzte Mal. Stressig war es bei mir. Deshalb freue ich mich gerade umso mehr. Ah, sehr schön, Kraut. Dann machen wir uns jetzt einen schönen Abend, damit du von dieser Stresssituation in die Entspannungssituation kommst. Ich fühle mich geehrt, dass ich diesen Part übernehmen darf. Du hast ja die letzten Folgen leider nicht dabei gewesen. Folge 1 und 2. We Happy Few, ein neues Spiel. Ein verrücktes Spiel, aber ein gutes Spiel. Wir gucken mal. Theoretisch, ja, wir haben die Schaufel. Das heißt, es wurde nicht quasi Checkpoint-mäßig geladen, sondern wir haben den Fortschritt, den wir hatten, als wir beendet haben, sind halt einfach nur an einer anderen Stelle. Komisch. Weiß ich nicht, warum. Wir hätten ja auch einfach dort spawnen können, wo wir aufgehört haben. Aber mein Gott, so ist das halt. Ja, hier gibt's nichts mehr. Aber auch mal gar nicht rumgucken. Wir gehen jetzt einfach hier zu dem Gang. Ja, das sind immer noch die gleichen vom letzten Mal, die wir verlassen haben. Und gehen jetzt da durch. In We Happy Few versuchen wir, die Wahrheit herauszufinden. Es ist alles bunt, schön bunt, aber bunt ist nicht automatisch gut. Grau und düster ist eigentlich die Realität. Und die Realität ist auch, dass hier scheinbar ein Krieg stattgefunden hat und wir uns versuchen zu verdrängen, was eigentlich passiert ist. Aber auch verdrängen ist nicht die Lösung. Wir müssen uns der Wahrheit stellen. Wir hatten das letzte Mal hier hinten uns verabschiedet. Da laufen wir jetzt hin, dass wir dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Denn ich wollte wissen, oder ich stellte mir selber die Frage, was ist mit diesem Hangman passiert? In dieser wunderschönen Kulisse hat er gesagt, er möchte nicht mehr. Traurig eigentlich. Das Spiel ist wahrlich ein trauriges Spiel, wenn man sich überlegt, viel Tod, ekelhaft und Grauen zeichnet sich hier aus. So bunt und schön das Spiel auch ist, es vermag auch irgendwie was Trauriges. Wir haben eine schöne Szenerie. Ich würde vermuten, er hat sich aufgehängt. Ja. Sieht man. Stephen John Shackleton, oder? San John? Was heißt ST? Hat der... Wir müssen dich leider durchsuchen. Tut mir leid. Eigentlich bin ich nicht so der Freund, der toucht. Aber okay. Vielleicht hast du eine Information für uns? Nee. Also werden wir wohl nie erfahren, was mit dir passiert ist. Wegwerf. Safeknacker. Okay, wir finden auf jeden Fall viele Objekte. Viele, viele Sachen, die wir nutzen können. Ah, das ist die Leiter, mit der er dann quasi das Seil dran gebunden hat. So kleine Details. Wir können klettern, das finde ich halt speziell richtig gut.
Weil wie ich schon das letzte Mal sagte, klettern bedeutet auch, dass wir Dinge erreichen können, die vermeintlich vielleicht nicht, also nicht auf den ersten Blick zu sehen sind. Wir können uns von oben... Muss ich gerade wieder an die Story von dem Dozenten in der Meisterschule denken. Erzähl! Haben wir von oben viele Perspektiven, um uns einen Überblick zu verschaffen. Hier war nichts mehr. Wir müssen da hinten... Ich hoffe, Fluss, dass hier nicht so viele Wahnsinnige rumlaufen. Wahnsinn ist zwar gut, also witzig. Oh, wir können uns verstecken. Ja, verstecken ist eine essentielle Funktion in diesem Spiel. Dadurch, dass wir die Pille abgesetzt haben, sind wir sogenannte Freudlosen. Und das mögen die Anhänger der Pille nicht so sehr. Viel zu finden, denn wir haben ein Crafting-System. Ebenfalls nice. Wir müssen essen und trinken und sogar schlafen, da wir sonst gewisse Malusse bekommen. Wir haben einen Tag-Nacht-Wechsel, was ich speziell richtig nice finde, weil wir einfach dann verschiedene Möglichkeiten haben, in dem Spiel voranzukommen. Mal kurz mal unser Status checken. Oh, wir haben Durst. Wir müssen was trinken. Haben wir gerade was da? Nee, haben wir nicht. Oder? Die hatten in seiner alten Stelle einen Mitarbeiter, der ein Schild an der Tür hatte. Ing. Nachname, wo immer alle gedacht haben, der wäre Ingenieur. Bis rauskam, der hieß Ingo. Ding. Der ist Ingo. Und er war einfach zu faul, nochmal den letzten Buchstaben noch hin. Oder er hat wahrscheinlich einfach nicht gepasst. Der letzte Buchstabe hat nicht gepasst. Aber ein Punkt hat gepasst. Tja. War wohl nichts mit dem Ingenieurstitel. Wäre aber noch nice, wenn er noch zusätzlich Ingenieurstitel hätte, ne? Ist ja Ingo. Ingo Nachname. Wir haben hier was Vogelbeeren, nicht besonders lecker, aber gut in einem Heilbalsam. Ah, das ist okay. Das ist zum Craften. Nee, wir haben nichts. Aber gut, hier, weil ich ja letztens so geschumpft habe, dass ich gedacht habe, Feder hätten wahrscheinlich ein Gewicht. Hat den Zeitplan bereits geändert? Ed Dunkler Wolf 1986. Nein, nee, er hat's mir gesagt, dass ich das ändern muss. Das ist, da hat er vollkommen recht. Ich hab's jetzt noch nicht geändert, aber ich habe es vernommen, dass ich es ändern werde. Pingert, kurze Zeit. Hier, das können wir trinken. Tee haben wir getrunken. Das ist gut. Ausdauerschub. Klein erhöht deine Ausdauerregeneration um 25%. Wir haben also auch hier positive Effekte, die wir dadurch erzielen, wenn wir Sachen trinken, essen und schlafen. Nice. Deswegen, man wird quasi belohnt fürs Erkunden. Und das liebe ich ja so sehr. Hier ist nochmal der Esstisch. Mit den komischen Figuren. Und mit dem abgelaufenen Zeug. Verwesendes Fleisch. Nee, nee, du. Lass mal lieber. Kein Interesse. Danke. Danke für die Gastfreundschaft. Aber ich sage nein. A Rose of Gilead. Percy told me about these. They're good for wounds and things. Quest gefunden. Heil dich selbst. Percy ist der Bruder, den wir zurückgelassen haben, was uns ja in unserer Erinnerung dann quasi wieder hochgekommen ist. Wir sind wahrscheinlich geflüchtet, wieder so in der Art. Ja, ich bin so ein Typ, ich muss immer tausendmal irgendwelche Wege gehen. Mhm, okay. Journal. Wir haben hier eine Quest, heil dich selbst. Jetzt muss ich sie nur zu einem Umschlag mischen. Heilbalsam. Balsamblütenblatt. Für dich ein klitzekleines bisschen besser. Ach, fühl dich. Ah, stellt einen kleinen Anteil Gesundheit wieder her.
Dann machen wir das mal. Das da. Ah, doppelklicken. Heilbalsam fertigen. Hab ich doch. Hä? Ich hab's doch gerade gefertigt. Ich hab mich doch sogar gerade geheilt. Okay. Verstehe ich nicht. Warum das jetzt nicht, abgehakt hat, die Quest. Lagerfeuer. Die Musik ist, also sage ich jetzt schon, die gefällt mir jetzt schon. Schön ruhig, schön entspannend. Und heilt's auch ein bisschen, so wie es sein soll. Wahnsinnig. I wished the Abyss would stop looking back at me. Ja, das sind genau solche Worte, die man hört, kurz bevor man wahnsinnig wird. Oder wenn man schon wahnsinnig ist. Was haben wir hier? Eine Kiste. Kiste gewaltsam öffnen. Eine Raufbold. Raufbold? Angriffe mit Fäuste fügen ein wenig mehr Schaden zu. Ach geil, wir finden hier auch kleine Bücher. Mit dem wir quasi uns verbessern können. Sieht man die hier irgendwo? Raufbold, hier. Angriffe mit Fäuste fügen ein wenig mehr Schaden zu. Stapelbar. Ah. Hoppala. Lass mich raus. Da ist doch auch noch was, oder? Oder sehe ich das falsch? Da ist doch ein Steinhaufen. Ich sehe das doch. Muss ich vielleicht... Zack! Akrobatik. Ach so. Nee, nee. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, das wäre ein Steinhaufen zu nehmen. Oh, da unten liegt wieder jemand. Ah, ich steck fest schon wieder. Hier, sowas dachte ich, hätte ich gesehen. Hobbynadeln für Dietriche. Unten nochmal eine Kiste. Zugeknöpft. Reduziert erlittenen Schaden um eine geringe Menge. Mhm. Ich glaube, ich werde so der Typ, der eher nachts unterwegs ist. Und tagsüber freie Gegenden. Wir können uns das skillen. Mehr ein Skillbaum. Oh, oh. Was ist? Das war einfach nur so ein Ton. Sind sie, leben sie noch? Bitte, bitte greifen sie mich nicht an. I actually think you owe me a bit of money. Ah, da ist jemand. Ersten, die ersten Einwohner hier. Yes, we remember. You don't have to bloody remind us. The present is awful enough as it is. Fünftens, das heißt, hier gibt's mehr. Ah, hier, die Rules, okay. I thought the Garden District was a wilderness of lawless lunatics. Apparently it's just got its own rules. I better figure out what the other ones are. Okay. Rules of Garden District. Don't steal, we have little enough as it is. You're welcome to visit, but do be sociable and have a chat. There's a nice fellow. Sleep in your own bed, remember Goldilocks? You can eat any fruit you find, except the fruit of the apple tree. The bobbies will kill you. Boah, ich werde sowas von mir einen Apfel schnappen. Your courage, your cheerfulness, your resolution will bring us victory. Aha, Motivation, es wird hier groß geschrieben. Ich lauf einmal außen rum. Einfach um das Areal wirklich komplett zu erkunden. Und vor allem, Loot, Loot, Loot. Ich will nichts zurücklassen. Je mehr Loot, desto besser. Vor allem jetzt lieber gut was finden an Nahrung und sonstiges. Damit wirklich
einen negativen Malus. Oder allgemein kein Malus. Ein negativer Malus hätte doppelt gemoppelt. Kein Malus bekommen. Ah! Fördert Nacht. Ach, der Nachtklee geht nur auf, wenn es dunkel ist. Interessant. Dass es da so Unterschiede gibt. Hier haben wir noch ein Haus. I remember what we did. Oh Gott. That smells awful in there. Oh, ich kann es mir richtig vorstellen. Mir rümpft es die Nase bei dem Gedanken, wie es hier so riecht. Klimmebim. Ich glaube, ich bin hier alleine. Verfaulte Zwiebel. Okay. Nimm eine Nase Cheesecake dagegen. Oh ja, hast du recht. Das ist bestimmt, das macht's bestimmt besser. Boah. Nee, hat's nicht besser gemacht. Regnet's? Ach geil, Wetter. Unterschiedliche Wetterbedingungen. Weil man hört es halt auch, das ist das richtig gut. Wolf 1986, du hast mir den Gig geklaut. Streitet euch. I remember. Dinge, die er wahrscheinlich getan hat, aber verdrängt hat durch die Drogen. Oh, ein Tagebuch. Montag. Ich bin kein Freudloser. Diese Leute sind nicht zu entschuldigen. Ich würde liebend gerne Freude nehmen, wenn ich könnte. Oh Gott, ich wünschte, ich könnte es, ohne mich übergeben zu müssen. Wie konnte Freude jahrelang funktionieren und dann brutalerweise plötzlich nicht mehr? Ich vermisse die Schmetterlinge und Regenbogen. Ich muss an Schmetterlinge und Regenbogen denken und nicht an das Grauen, das sich in meinem Kopf breit macht. Dienstag. Ich vermisse Harmley Village. Ich spitze die Ohren, um vielleicht ein paar Geräusche von Simon Sagt übers Wasser zu hören. Als ich noch klein war, konnte ich es kaum erwarten, erwachsen zu werden und die Welt zu sehen. Aber jetzt will ich nur eine Tasse Tee und ein Ende aller Gefühle. Donnerstag, glaube ich. Gestern habe ich den ganzen Tag geschlafen. Vielleicht waren es auch zwei Tage. Das Grau verschwimmt in sich selbst. Freitag. Die Blumen im Garden District scheinen sich über mich lustig zu machen und wollen und füllen diese erbärmlichen Ort mit Farbe. Warum haben sie uns aus dem Dorf verbannt? Was geht es sie an, ob wir Freude nehmen oder nicht? Sollen sie doch froh sein, dass sie es tun können. Samstag. Oh Gott, ich erinnere mich, was wir getan haben. Was haben sie getan? Oh, ich will's... Nee, ich... Ich will's nicht wissen. Diese dunklen Geheimnisse werden wir eh erfahren. Dinge haben sie getan. Krude Dinge. We are. They know. We are they now. Wie sind die jetzt? Stofffetzen. Flora Poppy Hope. Namen. Harald. Ethan. Margaret. Agnes. Grünfeldbach. Gute Bürger sind in der Nacht daheim in ihren Betten. Wenn dich die Polizei in der Nacht beim Herumschleichen im Village erwischt, wird sie dir eine prächtige Tracht Prügel verpassen. Nicht mit mir, denn ich schlag gern zurück mit meinem Prügel. Das hört sich falsch an. Aber ich habe wirklich einen Prügel. Wie könnten wir eigentlich equippen? Hier. Mein Prügel. Oh, nicht kaputt machen. Der O-Current. Ein Redakteur. Genug mit den gefühlsduseligen Leitartikeln. Die gehackten Aginatoren hatten es verdient. Gehängten, meinte ich. Wenn sie das Kindesregister zerstört hätten, wäre die ganze Stadt zerstört worden. Berichtet lieber die über Fußballerergebnisse und spart euch die Meinungsmache. Wir wollen nicht, dass die Polizei alle Bürger verschikaniert, die sich um diese gesetzlosen Eltern gekümmert haben. Was soll die Polizei machen? Die gesamte Stadt verhaften? Im Ruhestand, okay. Das Krasse ist,
So hört man ja keine Musik, sondern nur die Regensounds. Das hört sich so an, als würde es wirklich regnen hier. Ich war echt kurz am Überlegen, so, hä, regnet es auch hier? Das ist einfach, wenn die Kopfhörer so gut sind und die Soundkulisse allgemein gut ist, dann verschwimmt das so mit der Realität. Das ist erschreckend, aber finde ich nice. Niedrigkomöde, Brecheisen. Hier haben wir nochmal einen Brief. Achso. An den Redakteur. Ich möchte dem jüngsten Leitartikel über das Vorgehen der Bürgerwehr gegen die Saboteure energisch widersprechen. Diese egoistischen Eltern wollen das Kinderregister zerstören, um zu verhindern, dass ihre eigenen Kinder zu Geiseln werden. Ihre Taten waren ein Schlag ins Gesicht jeder Familie, die einen Sohn in den Krieg geschickt hat. Wir alle müssen unsere Pflicht tun. Einer langen englischen Tradition nach werden Feigliche gehängt, um die anderen zu ermutigen. Feige Saboteure verdienen sicher nichts Besseres. Okay. Eine Karen also? Oder irgendeine, die halt nicht so amused ist über die Umstände. Pfeile. How could we? How could we? How could we? They were so small. Oh nein, was? Ich hab so eine Idee. Irgendwas hat man mit den Kindern gemacht. Oh Gott. Oh, will ich da rein? Komm. Sind wir alleine? Warum geht jetzt die Musik aus? Alter Zeitungsausschnitt. Taxi! Dank etwas britischem Einfallsreichtum können die Bürger Belpit, die letzten Wochen an Masern erkrankt waren, und den Zug nicht nehmen konnten, doch noch zu ihren Spielkameraden stoßen. General Bryans Büro entsandte ein Taxi, um die Jungs nach Bristol zu fahren. Sie kamen gerade noch rechtzeitig an, um den deutschen Ozeandampfer nach Bremerhaven zu besteigen. Es war wirklich keine leichte Sache, ein Taxi zu finden, bemerkte der General. Aber wir alle müssen in diesen Zeiten über uns hinauswachsen. Der O'Current wünscht den Belpit-Jungs Bon Voyage auf der St. Louis. Ich glaube nicht, dass das so fröhlich war, wie das so geschrieben ist. Oh, hier können wir schlafen, okay. Warum? Hier ist doch niemand, hier können wir schlafen. Aber müssen wir schlafen? Oh, wir haben schon wieder Hunger. Essen wir Steine? Nee. Können wir Tee brauen? Nee, noch nicht. Auf jeden Fall irgendwas zum Essen brauchen wir. Was können wir denn essen? Man kann sie essen, aber sie machen nicht besonders satt. Ja, ja, das habe ich schon gemerkt. Deswegen sind wir auch so schnell wieder hungrig. Fast Wasser wie eine gewöhnliche Flasche. Geht aber nicht so schnell kaputt. Kann mit Wasser gefüllt oder genutzt werden, um Werfwagen Sprengstoff zu fertigen. Ist ganz gut, wenn wir Wasser sammeln. Teeblätter. Mhm. Jetzt brauchst du nur noch einen Safe, den du knacken kannst. Öffnet einen einzelnen mechanischen verriegelten Tresor. Oder wir hacken. Ah, die Krähenfüße. Versucht geringen Schaden und schränkt vorübergehend die Bewegung von Leuten ein, die drauftreten. Witzig. Wenn die dann drauftreten. Als würde man auf Legosteine drauftreten. Schmerzhaft. Gut, dann Vogelbeere. Wenigstens etwas. Ja. Wow, für 1 Minute 30 reicht es. 13 meine ich, nicht 30. Quicksave gibt es nicht. Aber da machen wir wenigstens manuelle. Ach, und jetzt hat es jetzt getriggert? Nee, immer noch nicht. Okay, ich dachte. Oh je, die haben sich erhängt. Wenigstens sind sie zusammengegangen.
Brecher. Geringe Chance, dass Nahkampfangriffe die Waffe des Ziels kaputt machen. Oh, cool. Ihr konntet nicht ertragen, was ihr mit euren Kindern angetan habt, dass ihr sie fortgeschickt habt. Verständlich. Aber allein schon hier das Leben weiter zu trachten, war zu viel. Ohne Joy. Ich muss euch leider durchsuchen. Nichts. Vincent und Jemina. Weddingham. Elliot. Ah, nicht verheiratet. Okay. Industriegebiet da hinten scheinbar. Gut, dann verlasse ich euch. Aber richtig komisch, dass die Musik ausgegangen ist. Ich habe so ein leicht paranoides Gefühl. Aber scheinbar sind wir wirklich alleine hier. Nicht, dass irgendwas jetzt plötzlich rausspringt. Ah, ich will nicht mit dem Rücken zur Wand. Oh Gott. Keine Jumpscares. Oh, geil, die leuchten fucking rot. Das ist nice. Das gefällt mir. So, nächstes Ziel. Vor allem die Karte ist halt schon recht groß. Viel zu entdecken. Verlassenes Haus, da waren wir gerade. Da gibt's Wasser und nochmal ein verlassenes Haus. Hooligan-Lager. Okay. Da gehen wir auch später hin. Das könnte ein großes Ding sein. Ich will mich erstmal hier komplett umsehen. Ich glaube, da können wir nicht einfach so rein. Das sieht nicht so aus, als freuen die sich über Neuankömmlinge. Von dort kommen wir. Nee. Da ist der Turm. Waren wir da hinten? Ja, oder? Wechsle ich gerade irgendetwas? Nee, das ist neu. Rooks Driftbrücke. Ja, ich muss mich hier echt noch zurechtfinden. Ich vermische Sachen wieder. Dass ich mich selbst ein bisschen verwirre. Und ich weiß, wo ich eigentlich gerade bin. Und dadurch, dass es so dunkel ist, macht es nicht besser. Ich muss erst quasi innerlich in meinem Kopf kartenmäßig alles mir einprägen. Das ist dann... Ja, ja, okay, das ist der Weg. Da geht's zur Stadt. Ah, nett. Schön einladend. Hier die noch. Loot, Loot, Loot. Schön, dass es so leuchtet. Kann man kaum übersehen. Keine Ahnung, was das macht. Nachtkraut. Hier. Nachtklee. Manche Leute gefallen Sträuße aus ihnen. Machen gefallen Sträuße aus ihnen. Manche Leute kochen gerne Tee, der sie zum Erbrechen bringt. Stell dir das mal vor. Und Questgegenstand. So, so. Da noch. Hier noch. Zack. Zack. Übrigens habe ich mir Gedanken gemacht, am 1. September, wenn ich ja den 24-Stunden-Stream starte, habe ich lang überlegt, mit welcher Uhrzeit ich eigentlich anfange. Zuerst hatte ich ja gesagt, dass ich um 10 Uhr anfange. 10 Uhr morgens. 24 Stunden. Aber ich habe jetzt umgedacht, dass es, glaube ich, am cleversten wäre, abends anzufangen, quasi zu Primetime, 21 Uhr. Das ist ein Freitag, genau. Der offizielle Start, also wann die Early Access beginnt, ist 2 Uhr morgens. Ich werde wohl kaum 2 Uhr morgens anfangen.
da das irgendwie für mich keinen logischen Sinn hat, so früh anzufangen, beziehungsweise so spät anzufangen. Klar, das heißt dann halt auch, dass andere, die das anfangen zu streamen, eher Fortschritt machen, als ich, wenn ich erst dann abends um 21 Uhr anfange. Aber ich finde, es macht keinen Sinn zu streamen, wenn keiner zuschaut. Und ich denke mal, 2 Uhr morgens ist keine schöne Zeit zum Anfangen. Dann würde ich lieber 21 Uhr. Ist auch die Frage, ob es einen Preload gibt? Scheinbar ja. Scheinbar ja. Der Preload ist, glaube ich, Mitte des Monats irgendwie stand. Es wurde irgendwas publiziert. Bin mal gespannt. Also die offizielle Größe ist noch nicht bekannt. Es sind nur Gerüchte, dass es um die 100 GB groß sein wird. Aber es sind nur Gerüchte. Oh Gott. Oh Gott, die Melodie. Da gehen wir gleich rein. Hier ist Wasser. 21 Uhr gell? Das ist gut. Wenn Kraut das sagt, dann machen wir das fest. 21 Uhr am 1. September, Freitag. Fängt dann der 24-Stunden-Stream an. Wenn du Nahrung zu dir nimmst, erhöht sich deine maximale Ausdauer kurzzeitig. Wenn du zu hungrig bist, nimmt deine maximale Ausdauer ab. Standardzeit. Genau. Wenn du etwas trinkst, werden die Kosten für Sprint verringert. Wenn du zu durstig bist, kosten die Sprints mehr Ausdauer. Auch wenn dich das Ignorieren von Durst nicht umbringt, vergiss nicht zu essen und zu trinken, damit du von Nährstoffen und Hydrierung profitierst. Okay, wir haben also keine dramatischen Malusse, wenn wir nicht trinken und essen. Gut zu wissen, dass man dann nicht stirbt. Aber wir versuchen trotzdem das Beste rauszuholen. Er hat das Beste nicht mehr rausholen können. Oh no. Trust me. Oh no. Feldflasche. Haben wir schon mal 2 Feldflaschen? Werden die gestackt? Ja. Sehr gut. Dann. Hallo, Odin. Achso, jetzt habe ich nur draus getrunken. This ought to be pretty clean. Not like in the village where they spike it with joy. Hydrierungshilfe. Kriegen wir eigentlich, wenn wir, ja, Experience gibt's ja keine. Nee, Experience gibt's keine. Aber wann kriegen wir dann, Skillpunkte? So. Das ist das Haus, ja. So langsam habe ich wieder Orientierung. Ja, es ist nie was drin in den Kofferräumen. Ich bin schon mega gespannt. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt durchhalte, 24 Stunden. Vor allem, ich muss dann am Freitag, bevor ich dann starte, muss ich wirklich schlafen, sonst halte ich die 24 Stunden nicht aus. Ich muss mich da irgendwie überwinden, wach zu bleiben und nicht irgendwie was zu programmieren oder irgendwie was Großes zu starten. Ich glaube, ich darf das nicht unterschätzen, die 24 Stunden. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Das hat schon eine sehr merkwürdige Musik am Laufen gehabt. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Oh nee, ey. Oh Gott, das ist wie ein fucking Horrorfilm, ey. Okay, dann wollen wir mal. Shit. A crib. Oh God. Oh Jesus. When was the last time there was a baby in Wellington, Wales? Verfaulte. Da ist ein Bild, aber das kann man leider nicht aufheben. Like they couldn't remember their faces. Like they couldn't stand remembering them. Like they couldn't remember their faces. Like they couldn't stand remembering them. Ich dachte, vielleicht kommt da noch was anderes, was er sagt. Teetasse. Nehmen wir mit. Kessel. Aha.
Spritzen und Spritzen. When will they stop crying? I wonder if they meant the kids on the train. Oh, schreckliches hier passiert. Okay, gehen wir hoch. What's on those beds? Oh God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. Everything is quite alright. Nightly night, sleepy tight. Everything's tucked out of sight. My fair lady. What's on those beds? Achso. Wieder das gleiche nochmal. The only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. Nadeln. Aufnahme anhalten. Ne, wir lassen es laufen. Es hat eine schöne Atmosphäre. Ah! Ernsthaft, stecke ich jetzt hier fest? Ah, jetzt. Gut, stecken geblieben. Reiterband und Krähenfüße. Kindermärchen. Ich muss leider berichten, dass das Mädchen ihren Haferbrei nicht essen wollte. Also habe ich sie ohne Essen ins Bett geschickt. Kindermädchen. Oh, und ich dachte gerade für einen kurzen Moment, da kommt jetzt irgendwas Dramatisches. Furchteinflößendes. Man weiß ja nie, was so verrückten Köpfen vorgeht. In so einer wahnsinnigen Welt kann ich mir alles vorstellen, was hier passieren könnte. Okay, gehen wir noch eins höher. It's tea time! Leere Fläschchen. A toy tea set. Funny, Percy never played with toys. He didn't like anything that wasn't really the thing it was supposed to be. A toy tea set. Ach, funny. Wieder das gleiche. Never played with toys. Ich denke mal, da kommt was anderes. Didn't like anything that wasn't really the thing it was supposed to be. Okay, locked. Mehr haben wir nicht. Aha, but I remember how to make a lockpick. Haben wir doch schon, Arthur, haben wir schon. Gut, mehr ist hier nicht. Ich erwarte immer, dass irgendwer dann quasi auf uns zurennt. Quasi so Art Falle. Zum Glück ist das aber nicht so. Gut. Boah, krass. Boah. Zum Glück ist es kein Horrorspiel. Ist doch so, wenn was auf dich zurennt. Ja, total. Einschaltungszeichen. Ich hab mir gestern Abend noch, kurz bevor ich schlafen gegangen bin, die Szene nochmal, nee, heute auf der Hinfahrt zur Arbeit, nochmal die Szene angeschaut, als dieses Etwas auf mich zugerannt ist, wie ich da geschrien habe. Gut, dass der Limiter von den Soundeinstellungen das quasi gekappt hat, wie ich geschrien habe. Sonst wäre es wahrscheinlich ziemlich laut gewesen. Boah. Nee. Der Wolf, der hat wahrscheinlich sich ins Fäustchen reingelacht, wie ich geschrien habe. Ich fand das nicht so witzig. Ich meine, ich kann doch nicht einfach auf uns zurennen. Ich möchte ja keine Kraftausdrücke nutzen, aber sie hat mich gezwungen dazu. Immer. Ja. Das muss ich nachholen. Das muss ich sehen. Ja. Hätte ich den Timecode, würde ich den dir sagen, aber leider nein. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall als irgendwie als Mini-Video, was heißt Video? Extraktor. Als TikTok-Highlight speichern auf jeden Fall.
War schon witzig. Oh, da ist einer. Okay, wir speichern hier auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob der auf mich zurennt. Ich brauche diesen anderen Freudlosen nicht. Okay. Wir gehen einfach ganz normal hin. Ganz normal. Wir haben nichts zu verbergen. Ed Kraut, ich hätte dich wirklich gerne dabei gehabt beim Paar ja. Fox. Nicht nur er hätte dich gerne dabei gehabt, auch ich. Und ich habe geschwitzt wie noch was. Also heute sogar habe ich auch mega geschwitzt. Einfach langsam viel zu heiß. Aber in VR, wenn ich mir vorstelle, dass ich damals mehrere Stunden in VR verbracht habe, das kann ich bei solchen Temperaturen momentan gerade nicht. Vor allem mit dieser Akrobatik auf dem Boden rum zu schleichen. Das war schon heftig. Okay, jetzt gehen wir mal da durch. Hallo? Nice suit. Thank you. My uncle bought it for me last Christmas. Thanks for getting back home to the village. Well, I live in the parade. You won't get past that door. Not without one of them disposable electrical cars that all the bobbies have. And a power cell. Know where I could mug a bobby? You're a brave one, aren't you? No. I'll trade you one. Don't you want to go back home? Home to all those bastards who chased me out of my house. When they all typische, die. Then I'll go britische Akzent. There's something I want a whole lot more. Those bastards in that camp over there. With the helmets and the proper weapons. They took something from me. You get them back from me. I'll give you my card. Sounds quite dangerous, isn't it? Of course it's bloody dangerous. That's why I'm paying you. Come and find me in that sort of hamlet over there. We'll trade. All right. Well, what are they? My medals. From the war. I won the DSO. Wir ganz kurz was gucken. Mir fiel gerade was ein. Die Untertitel. Kleinen Umriss, Mittelgroßumriss, Großumriss. Was sind da die Unterschiede, wollte ich gucken. Ob das vielleicht... Achso, das ist einfach nur größer. Okay, und dann gibt es noch eins. Groß mit Hintergrund. Okay. Was wäre denn ganz gut? Ich glaube mittelgroß. Einfach, dass man auch ein Video für euch, dass ihr das besser sehen könnt. Mittelgroß mit Umriss. Ja, so ist doch schön. Victoria Cross at Ramsgate. Those bastards. They thought it was funny that I still had them. Fucking funny they thought it was. No, I only need a power cell to fire this thing up. Hooligan Storm must have those too. Right. Ich hab doch ein paar. Well, I'll see what I can do. Ein Weg ins Lager der Head, Jungs, hinten. Maybe I can defeat them with my rapier sharp wit. Ich kann noch Schlösser knacken. Aber brauche ich doch gar nicht. Für was Schlösser knacken? Ich gehe einfach durchs Fenster rein. Metallteile. Truhe haben wir gerade. A friendly reminder to enter the village. Remove soiled garments. Enjoy a tepid shower. Put on tidy clothes. Spritz on some sands, peppermint or roses. Pop a joy, watch Uncle Jack on the telly, play a game. Was? Verstehe ich nicht. Aha, wir haben ja Energiezelle. Das ist der Knacker. Um die Tür zu öffnen. Oh, ein Telefon. Bisschen Geld. Noch keine Ahnung, für was wir Geld brauchen. Ja, gut, zum Handeln wahrscheinlich. Was denn auch sonst? Zeugs kaufen. Ja, da haben wir doch. Meine Frage wurde beantwortet. Ampelmusensaft, Feldwaffe, Dörrfleisch. Gummientchen. Ein Gummientchen. Frohgemut. Verursacht keinen Schaden, aber kann verwendet werden, um mit einem Wurf Ziele abzulenken. Ja, das quietscht dann so. Blitz. Renne schneller, wenn auch ein wenig lauter. Straßendroge nicht bei Ärzten enthalten. Erhöht Sprinttempo. Eine kurze Zeit erheblich. Aha. Also hier haben wir das gute Zeug. Aber brauchen tun wir jetzt gerade nichts. Ich will jetzt kein Geld verschwenden dafür. Dörrfleisch. Zum Essen halt. Just looking. Ja, nur schauen. Nicht kaufen.
Joy detector in use. You must be chipper to pass. Also ein Detektor, ob wir eine Joy-Pille genommen haben. Aber wir können es doch öffnen, oder? Soll ich jetzt da mal... Ah. Ich dachte, wir hätten schon eine. Okay, und was kann das? Ja, keine Energie. Okay, das heißt, wir müssen wirklich dahin. Es ist Nacht, es wäre, glaube ich, dann keine gute Idee, jetzt in die Village in Garden District reinzugehen, wenn die Wache da rumläuft. Hier rein. Gehen wir nochmal hier hoch. Ist da irgendwas? Nee, ist einfach nur Kulisse. Auch schön. Muss ja nicht alles irgendwie in Sinn haben. Aber einfach, dass da irgendwelche Gebäude sind, die man erkunden kann. Okay. Hast du Angst vor so einer lausigen Wache? Nö, Angst jetzt nicht, aber die haben Waffeln. Ganz harte Waffeln. Ja, okay, du hast ja recht, Wolf. Du willst ja nur, dass ich aufs Maul bekomme. Nun gut. Aber ja, okay, ich gebe zu, ein bisschen Angst habe ich halt schon. Die sehen halt schon komisch Psycho aus. Diese Fratzen. Waffeln. Ja, Waffeln. Nun gut, also es ist Nacht, 2 Uhr morgens. Und da werden wir jetzt dann reingehen. Klar, unsere Aufgabe ist da hinten. Bei den Hooligans. Aber da werden wir jetzt erstmal reingehen. Und schauen, was uns erwartet. Oder wir könnten auch schlafen. Komm, wir schlafen. Wir schlafen eine Runde. Und dann können wir das Ganze bei Tag beobachten. Bisschen makaber, hier in diesem Gebäude zu schlafen. Dass wir überhaupt hier schlafen können. Ich meine... Die baumeln da und ich lege mich jetzt hier ins Bett. Harter Tobak. Aber nun gut. So, um 6 Uhr, 4 Stunden Schlaf. Pass. Ja, schön wär's. Besser als wenn sie im Bett lägen. Einschaltungszeichen, ja, ja. Einschaltungszeichen. Schön dazu kuscheln. Dann fühlen wir uns nicht so alleine. Ah, hell. Beim nächsten Mal gucken wir, ob vielleicht schon 5 Uhr schon hell ist, um nicht Zeit zu verschwenden. Aber nun gut, da werden wir jetzt reingehen und mal den Wachen Hallo sagen. Aber hier beenden wir erstmal die Folge. End new episode. Es ist Tag. Es war kurz dunkel. Aber jetzt ist Tag und jetzt stehen wir vor dem Garden District. Wir haben schon ein paar Gebäude uns angeschaut, ein paar Dinge erkundet. Coole Dinge sind am Laufen. Viele dunkle Geschichten lauern dahinter. Jetzt haben wir mal ein bisschen Helligkeit reingebracht und vielleicht können wir ein bisschen Fröhlichkeit reinbringen in dieser düsten Gegend. Ich bin mal gespannt, wie weit und vor allem mit welchen Input wir da reingehen. Werden wir Freunde finden oder doch nur Feinde? Eine frohe Seele haben wir gefunden. Mal gucken, wie viele noch dazukommen. Ich hoffe, euch gefällt, was ich hier tue und ihr seid beim nächsten Mal dabei. In diesem Sinne, euer Anon Fox. Ciao. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox.